So, also wir beweisen mal eine aussagenlogische Äquivalenz. Die schreibe ich mal hin. Und zwar beweisen wir: A impliziert B impliziert C. Sollen wir beweisen, dass diese Aussage äquivalent ist zu A und B impliziert C. So, wir haben also hier eine linke Seite einer Äquivalenz. Markiere ich mal rot. Und wir haben eine rechte Seite einer Äquivalenz. Markiere ich mal grün. So. Und ja, jetzt wollen wir zeigen, dass beide Seiten äquivalent sind. Das kann man beispielsweise dadurch machen, dass man eine der Seiten nimmt und durch Äquivalenzaussagen so lange umformt, bis man rechts rauskommt. Ja, also das können wir ja mal machen, können wir probieren. Wir schreiben hier mal links die linke Seite nochmal ab. Aus A folgt, aus B folgt C. So. Und jetzt haben wir ja jede Menge Aussagen logischer Äquivalenz mit Wahrheitstafeln bewiesen und die können wir hier verwenden. Ziel ist es, rechts rauszukommen. Gut, jetzt schauen wir uns mal die linke Seite an. Da stehen jede Menge Implikationen, ne? Und Implikationen, die stören manchmal beim Umformen. Insofern ist es ganz gut oder oft ratsam, die Implikationen erstmal loszuwerden. Und zwar diese umzuformen in Aussagen, die und oder enthalten. So. Was kennen wir denn? Was haben wir denn bewiesen? Ich schreibe das mal hier unten hin. Wir haben zum Beispiel gezeigt mit Wahrheitstafeln, dass folgende Äquivalenz gilt: x impliziert y, dass das das gleiche ist wie nicht x oder y. So, und diese Aussage können wir oben verwenden und damit unsere Implikationen umformen. Machen wir mal. Nehmen wir vielleicht erstmal die in der Klammer. Dann steht da A impliziert und jetzt formen wir die Implikation in der Klammer um. B impliziert C, das ist ja dasselbe wie nicht B oder C. Und das Ganze können wir natürlich auch nochmal machen mit der äußeren Implikation. Das wäre dann nicht A oder das, was in der Klammer steht. So, jetzt sind wir die Implikation losgeworden. Wir haben hier einen etwas komplizierteren Ausdruck stehen mit Negationen und Oder-Zeichen und so weiter. Und jetzt müssen wir da oben auf der rechten Seite, in der grün markierten Seite, rauskommen. Vielleicht sieht man an der Stelle noch nicht so genau, worauf es hinausläuft, oder wir wissen nicht so genau, wie wir jetzt umformen müssen. Dann empfiehlt es sich durchaus auch mal rückwärts zu gehen. Ich schreibe jetzt hier mal die rechte Seite unten hin. A und B impliziert C, da wollen wir rauskommen. So. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt können wir hier beispielsweise ja dasselbe Gesetz nochmal anwenden, das wir hier unten verwendet haben, also dieses Implikationsgesetz hier. Was wäre das dann? Nicht die linke Seite der Implikation oder die rechte Seite, ne? A und B impliziert C ist das gleiche wie nicht A und B oder C. So. Ja, wir nähern uns jetzt sozusagen aufeinander zu mit beiden Seiten. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir sozusagen das anstellen können. Also jetzt sieht man hier beispielsweise, auf der rechten Seite steht hier, ich mache das mal hier mit hellgrün vielleicht, steht hier oder C. Und hier oben haben wir auch eine Aussage mit lauter Oder-Verknüpfung und hier steht auch oder C. Vielleicht wäre es eine ganz gute Strategie, erstmal hier oben das oder C aus der Klammer rauszukriegen und dann nur den linken Teil zu betrachten. Und das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin mit dem Assoziativgesetz. Hier oben können wir das Assoziativgesetz anwenden von oder. Ja. Und zwar
können wir es einfach umklammern. Ne? Wir können die Klammer nach vorne holen. Das ist dasselbe wie nicht A oder nicht B oder C. So. Okay, dann sieht man hier hinten, haben wir das oder sozusagen nach draußen geholt. Ne? Das ist genau so wie hier. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir den vorderen Teil ineinander überführen können. Und da sieht man auch relativ schnell, da kann man ein Gesetz anwenden, ich gerade nochmal hier unten hinschreibe, nämlich das Gesetz von De Morgan. Bei De Morgan hatten wir bewiesen mit einer Wahrheitstafel, dass nicht x und y äquivalent ist zu nicht x oder nicht y. Ja? Also wenn man das nicht vor die einzelnen Teile in der Klammer zieht, vor die linke und die rechte Seite des Unds, dann wird das Und zum Oder. Und wenn wir hier rückwärts denken, ist es genau das Gleiche, ne? Nicht A und B ist das gleiche wie nicht A oder nicht B. Damit haben wir hier das Gesetz von De Morgan angewendet. Ja, und damit haben wir beide Seiten ineinander überführt. Also, wir sind von vorne und von hinten vorgegangen. Das sieht aber kein Mensch mehr anschließend, ne? Sondern letztlich kann man es natürlich jetzt auch schön von vorne lesen. Also, wir haben die linke Seite genommen und schrittweise mit Äquivalenzumformungen in die rechte umgeformt. Zuerst haben wir die Implikationen, sind wir die Implikationen losgeworden, haben dann das Assoziativgesetz angewendet, anschließend das Gesetz von De Morgan, um schließlich rückwärts wieder die Implikation hier hinten zu erzeugen.